Südkurier-Interview mit dem Fahradin Zicoli vom Bosporus FC Friedlingen. Fahradin, ihr habt ja beim SV Buch gespielt. Spiel ist zu Ende, 0-2 verloren. Spiel, wo man eigentlich nicht verlieren muss, so wie er hier aufgetreten ist, vor allem in der ersten Halbzeit. Was war? Ich finde, das war gar nicht mal ein schlechtes Spiel für uns. Ja. Man hat es eigentlich von der ersten Minute bis zur Mitte zweiter Halbzeit das Spiel dominiert. Und wenn du die Wiese ist ja, wenn du die vorne nicht machst, dann kriegst du halt irgendwann. Und so war es, dass man den Gegner immer wieder motiviert hat, indem man das 1-0 selber nicht getroffen hat. Ja. Ist halt so, dass dann ein bisschen unkonzentriert, vielleicht ein bisschen dieses, wann passiert das Tor für uns? Ja. Dann kriegst du es natürlich auch mehr. Und dann ist es natürlich schwer, auf den Platz zurückzukommen nochmal. Eben, weil ihr habt das Spiel ja, wie du sagst, lang kontrolliert und auch schon nach 20 Sekunden kannst du das 1-0 machen. Da war dann auch so ein kleines bisschen gefehlt. Aber so hat sich das ganze Spiel gezogen, dass er durch die gute Chance immer so ein kleines Stüpfchen hat gefehlt, oder? Also wie gesagt, wir haben eigentlich eine super Truppe. Ja. Auch wenn jetzt viele nicht da waren, muss man echt sagen, da kann jeder jeden ersetzen. Ja. Und das Problem ist einfach, wir brauchen einfach zu lange, bis wir eigentlich das Tor machen. Ja. Machen wir selber das 1 oder 2-0, ist es einfacher für uns, weil der Gegner natürlich kommen muss und so kannst du die eigentlich einfach mal auskontern. Ja. Wir müssen eigentlich bei den Chancen einfach konsequenter werden. Ja. Wir müssen schauen, dass wir wirklich die erste Chance eiskalt ausnutzen. Und ich bin überzeugt, es wird auf jeden Fall. Ein gutes Viertel von der Saison ist bereits rum. Die Zwischenbilanz von euch ist nicht wirklich zufriedenstellend. Ein sehr schwacher Start gehabt. Lag das nur am Urlaub oder hätte einfach noch anderes gefehlt? Also Sie wissen ja, man hat sehr viele Südländer und jeder braucht mal seine 3-4 Wochen. Ja. Und dass man sehr viel Qualität drin hat. Das sind ehemalige Profis oder Regionalligaspieler, gestandene Verbandsligaspieler. Ja. Es ist einfach so, dass einfach die Fitness einfach durch den Urlaub einfach noch ein bisschen fehlt. Ja. Okay. Und, es wird, denke ich mal, wenn wir jetzt mit der Zeit langsam zusammen trainieren, dann wird das. Okay, ihr seid Aufsteiger, da ist man immer ein bisschen demütig, wenn man noch nicht große Ziele anstrebt. Ihr wollt in die Liga bleiben, hat der Trainer gesagt. Jetzt hat man ein paar Mannschaften gesehen. Ist es realistisch oder könnt ihr sagen, oder sagt ihr, nee, komm, pass auf, wir marschieren jetzt gleich mal nach oben durch, wenn es dann auch läuft, weil es ist ja nichts passiert im Endeffekt in der Tabelle. Also, wenn man nach Qualität geht, das ist ganz klar, ist es zu wenig für uns. Ja. Wir haben immer noch sehr viel Qualität, aber auch wir müssen langsam runterkommen. Ja. Es sind Gegner vielleicht, die spielerisch nicht stark sind, aber im gewissen Zweikampf einfach disziplinierter sind. Ja. Okay. Und ganz klar, Tendenz der Spieler geht natürlich oben, aber wir müssen langsam aufpassen und konzentrierter arbeiten. Gut. Für dich persönlich, bist du schon viele Jahre im Geschäft, bist Mitte 30, ist es für dich etwas, wo du sagst, das ist mein letztes Ziel, nochmal mit der Mannschaft vielleicht noch einen Meistertitel hole irgendwann oder andere sagen, nimm halt, also höre auf. Wie sieht deine Planung aus für die nächsten Jahre? Ich habe immer gesagt, oder ein Späßchen mal drin gemacht, solange die Würst oder die junge Garde einfach mir die Chance gibt zu spielen, dann werde ich auch marschieren. Und mit der Truppe macht das Spaß. Ja. Okay. Man spielt jetzt nicht für Geld oder sonst irgendwas, sondern einfach für den Spaß. Wir wollen viel erreichen, und ich hoffe, wir werden den Zukunft einfach erreichen. Gut, dann wünschen wir dir persönlich und auch dem FC Bosporus Friedlingen alles Gute für diese Saison. Danke dir.